7 Tage Essen to go. Das soll jetzt angeblich ohne diesen Müll hier gehen. Ich werde es für euch testen. Bei verschiedenen Läden. Appetitlich ist anders. Beim Lieferservice. Ich hatte mich schon so gefreut, dass endlich mal was klappt. Und bei den Fastfood-Riesen. Nein, können wir zurzeit nicht verkaufen. Wir brauchen eine Waschmaschine. Das war nix McDonald's. Denn jetzt gibt's ein neues Gesetz. Läden müssen Essen to go ohne Verpackungsmüll anbieten. Sie hat uns angeguckt, als würden wir fragen, ob wir ein UFO ausleihen können. Kann ich dadurch echt nachhaltiger leben? Oder wird das Ganze einfach nur ein Albtraum? Sieht ein bisschen aus, als wäre ich an einem Mord beteiligt gewesen. Und falls ihr euch gerade fragt, wer ist die Tante überhaupt? Ich bin Lisa und ich vertrete Ari als Gasthost. Im Job und auch privat bin ich viel unterwegs, kaufe mir öfter meinen Coffee to go und manchmal auch was zu essen auf die Hand, leider Einweg. Meistens habe ich dabei ein schlechtes Gewissen, aber das soll sich ändern. Ich werde eine Woche lang jeden Tag mindestens einmal ohne große Vorbereitung was zum Essen oder Trinken to go holen und mein Ziel dabei, keinen Schnipsel Müll einkassieren. Heute geht's los, wird wahrscheinlich nicht die gesündeste Woche meines Lebens, aber für euch nehme ich das natürlich gerne auf mich. Da vorne ist eine Bäckerei und da werde ich jetzt gleich mal versuchen, einen Coffee to go zu bekommen ohne Müll. Denn alle größeren Läden müssen seit Januar als Alternative zum Einweg ein Mehrwegsystem anbieten. Welche Regeln jetzt genau gelten, zeige ich euch später. Die Bäckerei, in die ich jetzt gehe, hat mehrere Filialen und müsste mir auf jeden Fall Kaffee in einem wiederverwendbaren Becher anbieten. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Noch ahne ich nicht, dass gleich eine unangenehme Überraschung kommt. Was glaubst du, Matthias? Hat es geklappt? Du schaust glücklich aus. Also ich denke ja. Ja. 1 Euro Pfand habe ich für den Becher gezahlt. Finde ich fair. Guter Start, würde ich sagen. Jetzt ist mir aber leider gerade noch eine Sache aufgefallen beim Trinken. Und zwar ist dieser Deckel leider nicht so hundertprozentig sauber. Der ist halt schon ziemlich staubig. Also appetitlich ist anders. Mein Verdacht, der Becher wurde lange nicht benutzt und ist deshalb etwas verstaubt. Ihm hat es besser geschmeckt. Ich trinke den Kaffee unterwegs trotzdem. Wirklich praktisch. Das ist einfach mal so. Ist das jetzt nicht, das da reinzupacken? Weil dann hat man auch wahrscheinlich dann überall Kaffee. Ob mein Rucksack den Weg nach Hause sauber übersteht? Geschickt wie ich bin, hat es einen Teil des Kaffees auch auf meinem Pulli geschafft. Tasche sieht aber gut aus. Ist stehen geblieben. Dann werde ich den jetzt mal ausspülen. Und danach ist er wahrscheinlich sauberer als vorher. Es ist so ein bisschen windig draußen geworden. Man sieht es eventuell auch. Aber ich habe Hunger und deswegen hole ich mir jetzt einen Salat to go. Hier um die Ecke ist nämlich mein Lieblingsitaliener. Und ich fürchte, dass es da kein Mehrwegangebot gibt. Aber vielleicht überraschen sie mich ja positiv. Das neue Gesetz soll Müll durch Takeaway-Verpackungen reduzieren. Ab jetzt gilt, bei Essen in Plastikbehältern und Getränkebechern aller Art müssen Läden uns zusätzlich wiederverwendbare Alternativen anbieten. Das heißt theoretisch, wir entscheiden, ob wir zum Beispiel unseren Coffee to go weiter aus einem paar Plastikbecher trinken oder aus einem Mehrwegbecher. Und das gilt für alle Läden, die mehr als 80 Quadratmeter groß sind oder mehr als 5 Mitarbeitende haben. Kleinere Läden müssen zwar keine eigenen Verpackungen anbieten, aber dann Essen und Getränke in mitgebrachte Behälter füllen. Alle Läden müssen darauf auf Schildern hinweisen. Und Restaurants, die Essen liefern, auch online. So viel erstmal zur Theorie. Ich werde später noch testen, ob und wie Burger King und McDonald's dieses Gesetz umsetzen. Das schockiert mich jetzt schon. Aber erstmal zurück zum italienischen Restaurant. Das hat mehr als 5 Mitarbeitende und muss mir laut Gesetz eine Mehrwegoption anbieten. Mist. Dem Mitarbeiter hat es zwar leid getan, aber er hatte keine Alternative zum Einwegplastik. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an, jetzt schon den ersten Müll einkassiert zu haben. Insgesamt war der erste Tag jetzt schon sehr ernüchternd. Mal gucken, wie es morgen so läuft.
Vielleicht wird ja alles besser. Ich bin zum Mittagessen verabredet mit der Kollegin. Aber vorher hole ich mir jetzt noch einen Coffee to go bei einer großen Bäckereikette. Ich hoffe sehr, dass ich da jetzt einen Mehrwegbecher kriege. Und wenn der auch noch sauber wäre, das wäre ein Traum. Von außen kein Hinweis, kein gar nichts. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem, wenn ich jetzt einen Kaffee im Mehrwegbecher ordere. Düdüm. Leider Einweg. Ich habe bislang nicht den Eindruck, dass dieses Gesetz sonderlich gut funktioniert. Dabei wäre das so wichtig, denn in Deutschland essen wir immer mehr To-Go. Jedes Jahr türmen sich durch Einweggeschirr rund 350.000 Tonnen Müll an. Und besonders die Produkte aus Plastik schaden der Umwelt extrem. Übrigens ist auch in solchen Pappbechern oft zusätzlich Plastik drin. Aber auch Einweggeschirr aus anderen Materialien ist schlecht fürs Klima. Aber warum setzen dann trotzdem so viele Läden drauf? Gastronomin Sarah nutzt schon lange Mehrweg. Hallo, guten Morgen. Hallo. Hier sehe ich auch schon den ersten Hinweis. Aber nutzen die Leute dieses System auch? Ich beobachte eine Kundin. Dann nehme ich auf jeden Fall zwei Cappuccino zu go, bitte. Ja, möchtest du im Einwegbecher oder im Recap? Im Einwegbecher, bitte, aber ohne Deckel. Ja. Darf ich dich vielleicht noch eine Sache fragen? Wir machen nämlich einen Beitrag über so Mehrwegbecher. Du hast dich ja jetzt für Einweg entschieden. Ich habe welche und ich wohne hier nicht. Ich wohne, bin gerade bei meinem Freund. Wenn ich jetzt irgendwie zwei Becher kaufe und die mitnehme, dann stehen die bei ihm rum. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum man die nicht nutzt. Eigentlich ein cooles Konzept, aber ich vergesse immer, die mitzunehmen. Kenne ich leider. Wie viele Leute so ungefähr entscheiden sich jetzt dafür? Also aktuell würde ich sagen, jeder 20. Puh, wenig. Sarah ist wichtig, dass ein Mehrwegsystem nur dann Sinn ergibt, wenn wir die Becher auch echt zurückgeben. Sonst ist das Gesetz für die Tonne. Irgendwo bleibt er in irgendeinem Küchenschrank Ewigkeiten hängen und wird bei einem Umzug weggeschmissen. Und dann ist es halt auch wieder Plastik, was in der Welt ist. Es liegt also auch an uns, ob das Ganze funktioniert. Entschuldigung, du trinkst ja gerade so einen Coffee to go. So ist es, ja. Warum hast du dich für so einen Becher entschieden und nicht für so einen nachhaltigen, den man nochmal benutzt? Okay, das ist eine sehr krasse Frage. Es gab gar nichts anderes zur Auswahl. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, muss ich sagen. Also ich habe einfach Kaffee bestellt und den Becher bekommen und dann habe ich den genommen. Wie sieht's bei euch aus? Genau so. Also meistens holt man sich ja einen Kaffee, wenn man irgendwo auf dem Weg ist. Und dann hat man den Becher nicht dabei, dann holt man halt so einen. Wenn da vielleicht darauf hingewiesen werden würde, dass man sagt, okay, wollt ihr nachhaltigen oder normalen, vielleicht wäre das dann besser. Habt ihr schon mitbekommen, dass es jetzt so ein neues Gesetz gibt? Nee, ich habe das gar nicht mitbekommen mit diesem Pfandsystem und so bis jetzt. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Wäre das was, was du gerne nutzen würdest? Ja, prinzipiell ist es schon gut. Könnte man den überall wieder zurückgeben, würde schon Sinn machen. Aber müsste ich dann da wieder hin, um den Pfand abzugeben? Weiß ich nicht. Mehrwegbehälter überall abgeben? Geht nicht. Jeder Betrieb kann sein eigenes System nutzen und dann kann man das wirklich nur da zurückbringen. Es gibt aber auch größere Hersteller von Mehrwegsystemen. Deren Behälter kriegt ihr gegen Pfand oder Registrierung in verschiedenen Restaurants und könnt sie überall zurückgeben, wo das System genutzt wird. Jetzt geht's zum Mittagessen mit meiner Kollegin. Echt voll schwierig einzuschätzen, welcher Laden und welche Verpackung überhaupt unter das komplizierte Gesetz fallen. Wir entscheiden uns für einen Wokladen, in dem safe mehr als 5 Leute arbeiten. Sie hat uns angeguckt, als würden wir fragen, ob wir irgendwie ein UFO ausleihen können oder sowas. Leider wieder nur Einweg. Plastik, Plastik, Plastik. Nächster Versuch. Vielleicht kriege ich ja jetzt endlich mal einen Mehrwegteller. Dieser Laden hier verkauft veganes Essen und wirkt, als ob er sich an eher umweltbewusste Leute richtet. Mehrweg-Hinweisschilder entdecke ich aber wieder nicht. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Diese Mehrweg-Bowl hat 5 Euro Pfand gekostet und ich habe sogar an Besteck von daheim gedacht, denn Besteck gibt's leider fast nie Mehrweg. Ja gut, also 100% sauber ist es jetzt auch nicht. Denn in der Bowl stecken schon so ein paar Staubfussel. Manchmal darf man vielleicht auch einfach im Leben nicht ganz so genau überall hinschauen. Das macht auch einfach nur unglücklich. Aber gleich werde ich noch ein unerwartetes Problem kriegen. Jetzt sieht man, dass ich nicht so der Profi bin, habe keine Serviette dabei.
Hat keiner gesehen. Dann kann das weg. Hä, warum geht denn jetzt hier dieser Deckel nicht richtig drauf? Sieht ein bisschen aus, als wäre ich an einem Mord beteiligt gewesen. Freitagabend, perfekter Zeitpunkt für einen Cocktail to go, hoffentlich Mehrweg. Zur Verstärkung nehme ich Johanna mit. Johanna Koch berät für das Umweltkollektiv Rehab Republic Läden, die auf Mehrweg umsteigen wollen. Außerdem hat sie die deutschlandweite Kampagne Einmal ohne Bitte erfunden. An deren Stickern erkennt ihr Läden, die eure eigenen Behälter gern mit Essen füllen. Ich hab was dabei. Das ist das hier. Aha, das ist auch nämlich gut, weil man sich damit nicht die ganze Tasche einsaut. Da drin habe ich einfach so ein Einmachglas, weil da kann ich Kaffee reinmachen, aber auch wenn ich mein Essen nicht schaffe, kann ich was reinmachen. Für Essen auf die Hand hat sie immer ein Bienenwachstuch am Start. Besteck fehlt natürlich auch nie. Da vorne ist so ein Laden. Da wissen wir jetzt nicht, ob der Mehrweg anbietet oder nicht. Wenn sie jetzt nichts haben, habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich es hier reinfüllen lassen würde. Das müsste ja eigentlich gehen, ne? Ja, probieren wir es aus. Denn aus hygienischen Gründen nehmen manche Läden kein mitgebrachtes Geschirr an. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, gab es da kein Mehrwegsystem. Aber immerhin wurden unsere eigenen Becher befüllt. Zeit für Drink 2. Johanna hat drei Apps von Mehrweganbietern, die uns helfen sollen. Also es gibt jetzt auch nicht die eine Übersichts-App, sondern jeder Anbieter hat wieder seine eigene App, wo man schauen muss. Im Moment leider schon. Na dann, los. Bäckereien, Brezel waren wir jetzt nicht, bald wieder verfügbar. Ist geschlossen. In den ersten beiden Apps finden wir nichts, aber dann. Sollen wir das ausprobieren? Ja, das sind ja hier eh die einzigen, oder? Ja, so ziemlich, glaube ich. Also das muss ja jetzt klappen, wenn es in der App steht, oder? Das in der App versprochene System gab es nicht, sondern... Wir mussten den Becher kaufen und das ist kein Mehrwegsystem. Weil im Gesetz drin steht, wenn man bei dem Mehrwegsystem mitmacht, darf man keinen Nachteil haben. Genau. Wenn ich es kaufen muss, dann ist es der teurer. Findest du das enttäuschend? Ja, tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht. Der Becher hat zwar nur 1 Euro gekostet, aber ich brauche ja gar keinen neuen Becher. Im Prinzip habe ich jetzt einfach doch wieder Müll. Wie beurteilst du denn insgesamt dieses Gesetz? Ich glaube, es ist ein guter Start, dass es überhaupt dieses Gesetz gibt. Ich würde es an manchen Stellen einfacher machen. Das heißt, dass das für alle Einwegsachen gilt. Das heißt, nicht nur für Kunststoff, sondern auch für Papier und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass Einweg auch so ein bisschen schlechter gestellt wird, in Anführungszeichen, indem man zum Beispiel was draufzahlt. So, heute Abend ist bei mir Chillen auf der Couch angesagt. Und dazu würde ich mir gern was Müllfreies bestellen. In meiner Gegend gibt es insgesamt 134 Restaurants zur Auswahl. Steht irgendwie nichts von Mehrweg. Ich google erstmal, wie es geht. Ich muss aktiv in der Lieferdienst-App nach dem Stichwort Mehrwegverpackung suchen. Ja, das sind hier 4 Restaurants. 3 liefern gerade nicht. Ein italienisches Restaurant schon. Ich kann jetzt nur bei einem einzigen Restaurant leider bestellen. Und dabei übersehe ich ein entscheidendes Detail. Puh, schon kompliziert. Denn ich muss mir zusätzlich auch die App des Mehrwegsystems runterladen. Einmal Pasta. Ich hoffe, das klappt jetzt. Was? Verbleibender Betrag bis zum Mindestbestellwert 65,50 Euro. Ja, ich kann jetzt hier nicht für 75 Euro bestellen. Ich hatte mich schon so gefreut, dass endlich mal was klappt. Also Käsebrot statt Pasta. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe mir ein Laden rausgesucht, wo es Frühstück to go gibt. Angeblich auch einen Mehrwegbehälter. Und jetzt sicherheitshalber das hier am Start. Let's go. Da kann ich jetzt nur sagen, tip top. Endlich klappt mal was. Und sauber sieht's auch aus. Hm, lecker. Mein Essensrest packe ich mir ein. Geht jetzt diesmal auch zu, okay? Kann ich es jetzt super mit transportieren. Also ganz praktisch. Und abends versuche ich es ein letztes Mal beim Lieferdienst. Diesmal rufe ich sogar extra in einem Restaurant an, das auch in einer Mehrweg-App angezeigt wird. Das geht nicht. Alles klar. Danke für die Info.
zurück zu Gastronomin Sarah. Bei ihr kann man sich Essen to go im Glas holen. Was denkt sie? Warum halten sich so viele Läden nicht an das Mehrweggesetz? Da ist der Leidensdruck, glaube ich, noch nicht groß genug. Da müssen auch Kontrollen kommen, damit sowas dann vehement verfolgt wird. Im Moment gibt es noch keine flächendeckenden Kontrollen. Außerdem kosten Mehrwegsysteme die Gastro Platz und Zeit. Aber jetzt kommt die Station, die mich am meisten schockieren wird: Fastfood-Konzerne. Sie sind für jede Menge Einwegmüll verantwortlich. Deswegen gucke ich mir jetzt mal an, wie es bei McDonald's so läuft. Du machst ja jetzt gleich die Bestellung, ne, weil du am Steuer sitzt. Deswegen, du musst das jetzt weg. Kameramann Gregor und ich wollen Essen und Trinken bestellen, am besten natürlich alles Mehrweg. Wir nutzen den Drive-In, weil wir so am besten versteckt mitfilmen können. Nochmal zur Erinnerung, wenn ein Laden bei der Einwegverpackung kein Plastik benutzt, also zum Beispiel Pappe wie bei Pizzakartons oder Alu, muss er auch keine wiederverwendbaren Behälter anbieten. Das Getränk muss aber auf jeden Fall immer auch im wiederverwendbaren Becher angeboten werden. Beim Rest bin ich gespannt. Noch weiß ich nicht, dass alles ganz anders laufen wird, als ich denke. Glaubst du, wir kriegen jetzt da ein Pfandsystem? Nee. Nicht? Nee. Hä, aber also... Das müssen die doch machen, die müssen sich doch ans Gesetz halten. Ah, guck mal, da ist schon ein Schild, Lust auf Mehrweg. Oh. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ein veganer Burger. Als Menü oder einzeln? Einzeln bitte. Gerne. Eine Cola. Könnten wir das als Mehrweg haben? Sorry, nochmal? Könnten wir das als Mehrwegverpackung bekommen? Die Cola, oder? Geht das auch bei dem Burger auch? Nein, nur bei der Cola. Ja, interessant, aber das scheint zu gehen. Ja, aber dann... Sorry, ich habe vergessen zu sagen, der Mehrwegbecher geht nur im Menü. Möchten Sie ein veganes Menü? Ah, und warum geht es nur im Menü? Wissen Sie nicht? Weiß nicht. Weil eigentlich steht es ja vorne, dass es auch so geht. Nee, geht nicht. Nur Menü. Dann nehmen wir das Menü. Also das lief jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die haben uns das jetzt nur gegeben, weil ich ein Menü genommen habe. Sehr cool. Und das geht eigentlich nicht, weil im Gesetz steht, dass man nicht schlechter gestellt sein darf. Also es kann nicht sein, dass man irgendwie einen Aufpreis zahlen muss oder mehr kaufen muss. Ich verstehe auch das Argument nicht. Warum? Ja, warum? Also das schockiert mich jetzt schon, dass nicht mal McDonald's das hinbekommt. Aber wieso? Ich werde das Unternehmen später konfrontieren. McDonald's hat übrigens eigene Pfandbecher, die man nur da zurückgeben kann. Und die Burgerverpackung? Die ist jetzt aus Pampasgras. Kein Plastik, deswegen auch keine Mehrwegbehälter. Wir fahren jetzt zu Burger King. Hält dieser Konzern sich ans Gesetz? Hinweise sehe ich schon mal keine. So, bitteschön. Hallo, ich würde gerne bestellen einen Plant-Based Whopper. Ja. Und ein Cola. Und bitte alles Mehrweg. Mehrweg? Genau. Das verkaufen wir zurzeit gerade nicht. Gar nichts Mehrweg oder? Nein, können wir zurzeit nicht verkaufen. Wir brauchen eine Waschmaschine, um die zu waschen deswegen. Die hat die Zentrale uns noch nicht erlaubt, die zu verkaufen. Komisch. Danke. Also, dass das hier natürlich auch nicht Mehrweg ist, ist keine Überraschung. Aber das ist einfach nur scheiße. Einzelfälle? Oder steckt da ein größeres Problem der Fastfood-Ketten dahinter? Das will ich am letzten Tag des Experiments nochmal genauer testen. Ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll bis hier von To-Go-Zeug. Aber eine Sache steht noch aus, Gregor, denn wir müssen heute nochmal zu Burger King und McDonald's. Wir checken heute noch ein paar mehr Filialen aus. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Holt ihr euch öfter was To-Go und achtet ihr dabei auf Mehrweg? Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Wir bestellen die gleichen Sachen wie gestern bei je 3 Filialen von Burger King und McDonald's. Hallo, könnten wir das im Mehrwegbehälter haben, bitte? Bitte? Im Mehrwegbehälter wollen wir die Cola bitte haben. Online wirbt McDonald's. Im Dezember 2022 führen wir flächendeckend unser eigenes McDonald's Mehrweg-Pfandsystem ein. Angeblich soll es ganz einfach funktionieren. Wir haben keine. Haben Sie nicht? Nee. Das war nix McDonald's. Und bei der nächsten Filiale? Stand auf dem Schild, dass es da Mehrweg gibt, aber es gab halt nichts. Wir haben dann jetzt diesmal auch ganz auf die Cola verzichtet. Aha, da wird wieder heiß diskutiert. Danke Ihnen. There it is! Yes! In einer von 4 McDonald's-Filialen hat tatsächlich alles geklappt.
Hinweisschild, Mehrwegbecher und kein Aufpreis für zusätzliche Pommes. Und Burger King? Die Burger King-Website, auf der das Mehrwegsystem beworben wurde, ist jedenfalls gerade nicht abrufbar. Im Mehrwegbehälter, bitte. Ah, im Mehrweg? Es wird heiß diskutiert. Es wirkt auf jeden Fall so, als ob die Mehrwegbehälter noch nie benutzt wurden. Super, vielen Dank. Danke. Vielleicht kann man doch wieder ein bisschen Hoffnung in die Menschheit haben. Absolut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Beim nächsten Burger King klappt's auch. Und beim letzten? Mehrweg haben wir keins. Haben Sie nicht? Haben Sie jetzt okay. Keinen. Gesamtfazit? Das ist echt übel. Mit Blick auf unseren Planeten sehr, sehr schlecht. Was ist denn da los? Ich frage bei McDonald's und Burger King nach. Also nachhaltig to go funktioniert meiner Meinung nach im Moment nicht. Also zumindest nicht, wenn man spontan unterwegs ist. Ich meine, schaut euch das an. Ja, das ist ein Trauerspiel. Leider hat es in 5 von 8 Bäckereien, Restaurants und Bars nicht geklappt, Mehrwegbehälter zu bekommen. Am schlechtesten lief es aber ausgerechnet da, wo besonders viel Müll herkommt, beim Lieferservice und den Fastfoodketten. Beim Lieferservice gab es Mehrweg nur bei einem von 134 Angeboten. In der Hälfte der Burger Kings haben wir keine Mehrweg-Cola bekommen. Und bei McDonald's hat es sogar nur in einem von 4 Fällen geklappt, eine einzelne Mehrweg-Cola zu kriegen. Was sagen die Konzerne dazu? Burger King bestätigt, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise am Drive-In fehlten. Grund sei ein technisches Problem. Die Filialen hätten aber Mehrweg vorrätig. Wir gehen davon aus, dass es sich also um ein Missverständnis seitens unseres Mitarbeitenden gehandelt hat. Und McDonald's antwortet: Wir bedauern Ihre Erfahrungen in unseren Münchner Restaurants hinsichtlich der Mehrwegumsetzung vor Ort sehr. Die Abläufe müssten noch geübt werden. Mit den betroffenen Restaurants wäre McDonald's im Austausch, um zu klären, was schiefgelaufen ist. Übrigens, auch Greenpeace hat Fastfood-Konzerne und andere Takeaway-Angebote im Januar 2023 getestet. In diesem Test hat mehr als die Hälfte der Läden keinen Mehrweg angeboten. To go brauche ich erstmal prinzipiell die nächsten Wochen nicht mehr. Aber wenn doch, dann werde ich mir auf jeden Fall sowas hier mitnehmen, weil damit habe ich, glaube ich, bessere Karten, als wenn ich mich auf die Läden verlasse. An sich finde ich aber solche Mehrwegsysteme immer noch cool. Also ich glaube, das Ganze kann schon funktionieren, wenn wir es halt auch wirklich nutzen und wenn die Läden auch mitmachen. Und ganz wichtig, das Zeug wieder zurückbringen, weil wenn es im Schrank verstaubt, dann bringt das auch nichts. Deswegen werde ich es auf jeden Fall auch wieder zurückbringen. Ich habe letztens für euch ausprobiert, wie es eigentlich ist, 7 Tage lang nackt zu sein. Das war eine ganz schöne Challenge. Das Ergebnis seht ihr hier. Hier haben Ari und Nadine Kochboxen für euch getestet. Würde ich auch mal reinschauen. Und wenn ihr sagt, was sind das für geile Themen, lasst einfach hier ein Abo da.